Jo, hallo Leute, ich befinde mich gerade, wie ihr schwer erkennen könnt, im PSN-Menü. Ich habe mal gerade so ein paar Sachen mir angeguckt hier und ich wollte es euch einfach mal zeigen, so wie ich im PSN so aussehe. Zum Beispiel da links, da ist ja mein Avatar, mein Profilbild. Einige sehen das gar nicht, einige sehen noch ein anderes Profilbild von mir. Ja, das hat irgendwas mit den Einstellungen wahrscheinlich zu tun, mit enge Freunde und überhaupt mit ganz vielen komischen Einstellungen da. Ich bin daran am Basteln, dass ihr auf jeden Fall mein Screenfun-Profilbild seht. Das ist das Original, das bin ich. Ja, genau. Und wir sind ja noch gerade im Menü, da dachte ich mal, schaue ich doch nochmal in den Communities mal so vorbei. Da bin ich ab und zu auch mal, ja, jetzt nicht großartig aktiv, aber ich schaue da rüber. Da seht ihr das zum Beispiel, zwei Communities gibt es. Gehen wir mal in dieses Screenfun-Mittelalter, ins Offizielle rein. Ah, guck mal an. Vor 20 Minuten, Silverstar, habe ich bei Dabalas gebaut. Was ist eure Meinung? Ja, sowas gucke ich mir mal gerne an, so Sachen von den Leuten. Ja, wenn sich die Bilder öffnen. Ah, okay. Ah, nice. Passt doch gut zum Mittelalter. Okay. Was haben wir denn hier? Eismann 57. Mein Aufnahmeknopf ist gerückt. Okay, Schriftzug. Ihr könnt auch in diese Gruppe beitreten. Es ist alles hier frei und offen. Ihr könnt hier einfach so reingehen. Oh, ist das denn so wie so eine Armbrust, ne? Ist auch ganz cool gemacht. Von wem ist die denn? Ach, vom Cooler Boy. Darf ich das bauen in. Ja, klar. Kommt, antworten wir mal sofort. Dann ist das auch erledigt. So. Zack, zack, zack. Ja, wir gehen gleich zum Mittelalter rüber. Keine Angst. Ich war gerade auf offline gestellt. Ich habe mich erstmal online gestellt. Da können sich die Leute erstmal sammeln und dann geht es gleich los. Ja, hier steht alles Mögliche drin, ne? Seht ihr das hier? Da kann man alles Mögliche mal sehen. Ja, dann gibt es noch die andere Community. Das wäre die. Das hat so ein bisschen was mit Roleplay zu tun. Okay. Was ist das denn hier? Ist das ein Kaktus da gewesen? Ach, eine Burg, okay. Oh, eine Creeper-Burg, richtig gefährlich. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal hier raus und betreten mal das Mittelalter. So, spielen. Mittelalter. Ah, wir sollten mal auf Online stellen. Ist hier alles noch, ja, alles richtig eingestellt. So. Dann gehen wir jetzt ins Mittelalter und schauen mal, was passiert. Ja, wir haben auch in der letzten, weiß ich gar nicht, in der letzten Woche habe ich, glaube ich, gefühlt den Rekord gebrochen, als ich ins Mittelalter, also auf die Map kam. Ich glaube, das waren keine 30 Sekunden, ja, vielleicht so 25 Sekunden, da war die Map schon voll. Das ratterte nur so hoch, der ist beigetreten, der, zack, voll. Das war ein bisschen zu krass und die Leute in der Party haben sich schon aufgeregt. Was, jetzt schon voll? Ja, das ist manchmal echt nicht schön. Guck mal, so eine kleine. Das sah gerade aus wie so eine Brille hier, wie so zwei Augen. Ich hab die Augen vom Creeper. Ja, was machen wir denn heute hier? Ist gerade ein bisschen spontan. Eigentlich wollte ich gerade die Playsee ausmachen, weil ich glaube, ich alles gezeigt habe hier auf der Web. Aber wir könnten auch mal wieder ein bisschen was tun, ne? Ich könnte auch mal ein bisschen wieder was bauen. Aber gerade fehlen mir die Ideen, da bin ich gerade ein bisschen ehrlich. Ja. Apropos Ideen, ja, zum Mittelalter, das ist ja gar nicht mal so einfach, so viele verschiedene Sachen hier zu bauen. Irgendwann gehen halt die Ideen aus, weil das Mittelalter, das kann kein riesiges Langzeitprojekt sein wie Mind City, weil ihr müsst überlegen, in der realen Stadt gibt es viel, 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 viel plus 2 Millionen mehr Gebäude, die man bauen kann. Ja, da kommen schon die ersten. Ja, und deswegen wird es hinauslaufen, dass wir circa 100 Folgen Mittelalter Folgen oder hau ich raus. Genau, aber dann ist auch erstmal Ende im Gelände. Also 100 Folgen und dann reicht das. Nicht nur für mich, weil, wie gesagt, man braucht halt Ideen. Das ist halt ein Projekt. Da gibt es vielleicht, ach, muss mich überlegen, vielleicht 30 verschiedene Gebäude, die man bauen kann, aber dann hört es auch schon auf.
So, das wollte ich noch nur noch mal zur Information raushauen. Das hatte ich ja schon mal in der Folge rausgehauen. Ich hau es ab und zu in ein paar Folgen raus. Ich mache da jetzt kein extra Infovideo. Nur, dass ihr auf dem laufenden Stand seid. Circa 100 Folgen. Dann endet dieses Projekt. Guck mal hier, was haben wir denn hier für ein kleines Türmchen? Sieht ja niedlich aus. Etwas gebaut. Von Zero. Ja, von wem denn auch sonst? Okay. Ach so, ich dachte gerade, die Tür geht eigentlich sonst immer hier auf. Da war ich gerade ein bisschen verwirrt. So, ist schon voll. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nein! Ja. Manchmal geht es schneller, manchmal nicht so schnell. Ich sage auch nicht, welchen Tag wir haben und welche Uhrzeit. Weil, obwohl ist ja eigentlich auch scheißegal. Ich gehe ja immer verschieden auf die Map. Ich habe jetzt keine gewissen Zeiten. Vielleicht denkt man, da kommt ein. Also, vielleicht denkt man so, ach, der geht immer an den und den Tag online um die Uhrzeit. Kann natürlich sein, aber ist alles nur Zufall. Guck mal hier, die ganzen brutalen Sachen hier. Ja, mein Folterkeller. Das erinnert mich daran, ich muss noch meinen Folterkeller bauen. Da mache ich auch so Quetschdinger rein hier wie die hier, wo man sich drunter legt und dann isst man Apfelmus. Ja, ich würde mal sagen, komm, checken wir mal die anderen ab, machen wir ein kleines Quick Journey auf meiner Map. Wenn sich die Place. Warum hat sich jetzt mein Menü aufgehangen? Mein Menü hat sich mal eben aufgehangen. Ich kann gerade nichts machen. Tut mir leid. Leid, Leute. Ich glaube, ich muss mal kurz hier einmal beenden. Anwendung schließen. Habt ihr das auch manchmal? Dass das auf einmal so. Keine Ahnung, so wie gefreest ist das Menü. Aber man kommt noch ins PSN-Menü. Das ist ja noch gut. Deswegen kann ich jetzt mal neu starten. Also ich glaube, einen kompletten PS4-Absturz. Wo ich die PS4 ausdrücken musste, hatte ich vielleicht erst einmal. Ja, öfters nicht. Wäre auch schlimm, ne? Ist ja nicht mehr die PlayStation 3. Ah, jetzt gehe ich schon zu weit. Minecraft Mittelalter. Und dann gehen wir mal rein. Ich denke, jetzt joinen die Leute schneller nach, weil die gesehen haben, dass ich dass ich drauf bin. Komisch, was das gerade war. Merkwürdig, merkwürdig. Ja, Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's auch gut. Das Wetter wird ja immer besser draußen, immer sonniger. Guck mal, da schwebt Wasser da hinten. Seht ihr das? Das sieht ja lustig aus. Oder was ist denn das? Ah, ne, das war noch gar nicht richtig fertig. Komisch. Komisch, 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 was das gerade hier war. Ja. Fliegen wir noch ein bisschen so lange rum, bis die Leute auf die Map kommen. Und dann werden wir mal ein bisschen schauen, was die so gerade bauen. So, ach, ist das hier schön, ne? Ist das Mittelalter nicht schön? Ist auch so ein schickes Häuschen. Von wem ist. Ach, das habe ich auch schon mal gezeigt. Das habe ich schon mal gezeigt. Hier ist auch so eine kleine Burg, die noch nicht fertig gebaut ist. Okay. Was ist denn das da für eine Flagge? Polen? Polen, Polen, Polen. Sieht aber merkwürdig aus. Warum steht das hier? Ach, guck mal, hier ist eine Höhle. Hat das damit was zu tun? What the fuck? Nee. Ich glaube, das ist natürlich entstanden, diese Höhle. Ah, da hinten haben wir die ganzen Schiffe hier, die Kampfschiffe. Ach, guck mal, hier haben wir auch einen Friedhof. War das nicht der Friedhof, wo mein Grab war? Ich glaube schon, ne? Hier da. Schon ausgebuddelt. Wenn das Projekt endet, dann lege ich mich halt hier rein. Okay. Friedhöfe müssten wir eigentlich auch mehr haben. Da hinten. Das Schiff sieht auch mega geil aus, finde ich, ne? Findet ihr nicht auch? Hier überall sind Schiffe. Ich zeige euch das mal. Cool, ne? Ein paar Schiffe haben wir da. So. Das habe ich aber schon mal gezeigt in der vorletzten Folge. So ein paar Kriegsschiffe sind am Start. Und am Start, wer ist überhaupt am Start? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6 Leute. TPen wir uns mal. Zu Spieler teleportieren. Fangen wir mal ganz oben an. Extreme Mods. Boah, Leute, kennt ihr das? So ein bisschen wie Pollenallergie, meine Nase juckt ganz Zeit. Ich bin kurz vorm Niesen.
Ich habe meinen Knopf schon auf dem Mute-Knopf, mein Finger schon auf dem Mute-Knopf, um zu muten. Ach, hier ist er bei. Okay, das Haus, was er instand setzt. Okay, schön. Weil, wenn ich einmal niese, das ist so laut dann. Ich möchte hier nicht mein ganzes Mikrofon voll nüllen. Na? Alles klar bei dir? Oh, er hält sich am Holz fest, sonst fällt er runter. Deswegen, er hat ganz starke Oberarme, ihr seht das. Buddha-Plauze, was machst du denn hier, Buddha? Hey, Buddha-Plauze, alles klar bei dir? Bing, 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 bing. Grüner. Grüner, den kenne ich noch gar nicht. Wo ist er denn, Grüner? Hat der überhaupt, der dürfte keine Rechte haben. Ne, den kenne ich noch nicht. Den beobachten wir gleich mal, den Grünen. Vielleicht kommt sein Bruder, der Rote, gleich noch rein. Ach, der schreibt ein Schild gerade. Bitte nicht niesen, bitte nicht niesen. Ich will jetzt nicht in der Aufnahme niesen. Wer schreibt, der bleibt. Bruder. 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 Nein, ich gehe gleich erstmal off. Ich habe schon einige Sachen jetzt gerade aufgenommen. Gerade noch Quick Join und so. Mod geht ja. Ist an der Reihe. What the fuck? Wo bin ich? Hey, was geht ab bei? Oh, da haut ab. Ich krieg dich. Wer ist das denn hier? Hier ist ein Orca. Guck mal, da schwimmt ein Orca rum. Free Willy. Cool sieht der aus, ne? Ein Orca? Mein Lieblingstier ist ja der Hai, ne? Ich habe auch nur überlegt, ob ich den Hai Skin nehme, aber das sieht so komisch aus, wenn die laufen. Da wackelt so die Flosse, habt ihr ja gerade gesehen. Ja, da baut er hier in seinem Reich rum. Da. Schön. Komm, was? Gehen mal in das Haus einmal rein. Einmal kurz gucken. Ich bin ja neugierig. Oh, meine Nase beruhigt sich, glaube ich, noch nicht richtig. Es kribbelt immer noch ein bisschen. Scheiß Pollenallergie. YouTube, Modka. Modka hört sich an wie so eine polnische Putzfrau. Mod GTA heißt das natürlich. Mod GTA 19. Ja, mit deinem Star Wars Skin. Ja, cool. Da bauen die beiden. Habe ich das richtig verstanden, Mod GTA, dass das dein Cousin ist? Ah, jetzt ist grüner runter von der Map. Ah, es ist mir oft aufgefallen, wenn neue Leute auf die Map kommen und die kriegen dann irgendwie Rechte oder so, die sind dann irgendwie. Diese. Ach, hast du keine Rechte? Warte mal, ich glaube, der hat keine Rechte, ne? Doch, der hat Rechte. Die gehen dann direkt wieder von der Map runter. Ihr könnt ruhig ein bisschen draufbleiben. Ich komme nach einer gewissen Zeit zu euch und erkläre euch alles, wo ihr bauen könnt oder was ihr bauen könnt, was das hier überhaupt ist. Deswegen habt ein bisschen Geduld. Ach, guck, da ist schon wieder der nächste. Das geht ja eigentlich ganz schnell. Zu Spieler teleportieren. Forex. Forex. Opel Forex. Hört sich an wie so eine Automarke. Schreibt der ein Schild? Ne, der baut. Ach doch, der schreibt ein Schild. Bin ich denn hier? Ach, in seinem. Ah, okay. In seiner Burg, in seiner Ballerburg. Was hat er denn hier stehen? Noch nichts. Bisschen aber wie so ein Stormtrooper. Immer von Weitem denke ich hier, wie ich bin hier in Star Wars. Da. Da ist ein Stormtrooper. Langsam vorbei. Wir sind die Ewoks. Schnell. Aufpassen. Noch hat er uns nicht gesehen. Sieht er uns? Ach, der sieht uns locker. Nein. Ja, wo fragen die denn alle? Nein. Nein. Aber nicht sauer sein. Ich kriege immer Kloppe, wenn ich nicht in die Party komme. Jetzt kann ich sagen. Guck mal hier, was der riesig hier baut alles. Schön. Forex, mach weiter so. Okay, Niki und Patrick ist ja bei Mod GTA. Lennenmeek. Lennenmeek. Was ist das denn für eine Höhle? Guck mal, hier ist ein, habe ich gar nicht gesehen, diesen Balken. Praktisch, kann ich mir erstmal das hier angucken? Kann ich das mal kurz vorstellen? Fofa ist beigetreten. Hat Fofa Rechte? Muss ich mal kurz gucken. Der ist so selten hier. Der hat gar keine Rechte. Okay, der kriegt Rechte. Da war ich. Ich war ja auf seiner Map bei Quick Join. Stimmt, was? Ach, hier ist der Eingang. Was steht denn da? Bunker von Lennon. Ach, okay, der baut hier. Cool. Okay, das sieht auf jeden Fall sehr gut gepanzert hier aus. So viel Stein und so. Ich glaube, hier ist man sicher.
vielleicht noch so ein bisschen größer bauen. Das wäre bestimmt geil, so unterirdisch, alles nice. Guck mal, da bin ich. Ich guck gerade in einen Spiegel, da, das bin ich. Cool. Nice. Warte mal, ich schreibe ihm mal, ob er es größer machen will. Ach komm, cooler Bunker. Keep rolling, rolling, rolling. Keep rolling, rolling, rolling. Erstmal ein Pfeil in der Hand. Pfeil der Langsamkeit. Special Pfeil hier. Keep rolling, rolling, rolling. Ich dachte, das wäre nur so ein Türmchen. Da ist das hier gleich so ein cooler Bunker. Cool. Machen wir mal die Laterne hier oben weg. Die Straßenlaterne. Ich muss mich immer ein bisschen orientieren, wo ich gerade bin. Keep rolling, rolling, rolling. Ist hier jemand Neues auf die Map gekommen eigentlich? Ach ja, Fofa. Zu Spieler teleportieren. Keep rolling, rolling, rolling. Nee, 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 nee. Komm mal her. Ich informiere dich mal hier. Keep rolling, rolling, rolling. Was? Ach, das Schild ist so klein. Ganz gerne. Was? Was? Bauen. Keep rolling, rolling, rolling. So. Wo ist er? Hä? War der nicht gerade hinter mir? Warte mal. Wo ist er? Den holen wir uns wieder. Fofa. Ich muss immer an FIFA denken, irgendwie, wenn ich den Namen lese. Hier, Fofa. Da. Okay. So. Schreibt doch noch was? Nein. Okay. Ist immer so doof, wenn einer anfängt, was zu schreiben und ich hau dann direkt ab. Ach, der hat schon den Boden drinne. Ich wollte gerade zu ihm hochfliegen. Hier komme ich ja gar nicht hoch. Schön. Okay. Doch, da schreibt er was, oder? Ach, guck mal, da schreibt er jetzt doch was. Für mich ist das ja sowieso wieder gleich zu dunkel. Werde ich mir gleich mal schon direkt Licht hinpacken. Hier, für den blinden Screen Fun. Keep rolling, rolling, rolling. Ja, und wenn ihr mal mitmachen wollt hier im Mittelalter, auch neue Leute, schickt mir einfach eine FA unter, da oben steht's, Omicron 2000. Und dann versucht euer Glück einfach auf die Map zu kommen. Noch ist es frei. Oh, meine Nase juckt. Ich muss mich mal kurz muten. So, da bin ich wieder. Boah, das war richtig laut gerade. Bei mir leckt es ja und ladet die Welt nicht. Ja, es ist manchmal so. Oh, Extreme Mods, was geht bei dir ab hier? Was ist das denn hier? Hallo. Ja, hallo. Hallo, hallo an alle. Hallo an euch alle. Hallo an euch alle. Hauptsache, ihr habt nicht die Pollenallergie oder irgendwie, ich habe irgendwie eine Allergie, dass meine Nase ist manchmal zu oder juckt und meine Augen jucken dann auch. Schön. Das ist immer richtig schön blöd. Aber das haben viele, habe ich schon mitgekriegt. Ich bin nicht der Einzige, der leiden muss. Herr Lennon, mir kannst du nichts setzen? Warte mal. Ach, du kannst nichts setzen. Sorry. Er schreibt mir bestimmt gerade eine Nachricht. Ich hab's nicht bemerkt. Ist das Haus? Ist das sein Haus? Wo bist du? Nein. Alles gut. Nein, nein. Ich weiß nicht mehr, wem das Haus gehört, aber ich glaube, Fafo war es nicht. Keep rolling, rolling, rolling. Haben wir jetzt eigentlich voll? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, wir sind voll. Ja. Wir sind voll gegessen. Wie immer.
Was ist, was denn, was soll denn das hier für ein Gerüst sein, sehe ich gerade? Das hier. Will hier einer was bauen? Okay, ich warte mal ab. Ich reiße es noch nicht ab. Aber wenn hier einfach so ein komisches Gerüst steht, dann das reiße ich eigentlich immer so schnell ab, so welche Sachen. Ich will hier keine Bauruine haben. Auch wenn das ein bisschen zum mittelalterlichen Bild passt. Aber wir wollten doch schon, oder ich möchte auf jeden Fall fertiggestellte Gebäude haben. Ich denke, ihr seht das genauso. Es sieht einfach schöner aus hier. Ja, apropos schön aussehen, das sieht hier natürlich nicht schön aus. Mit dem ganzen Blut und so. So, ich bin heute mal ein bisschen faul. Ich schau mal ein bisschen, was die Leute so machen, ne? Okay. Buddha-Plauze. Was ist das denn? Achso, der baut da weiter. Glaube ich, oder? Der Balken ist ein bisschen dicker geworden. Wo kommen wir denn da hin? Ach, guck mal, der hat hier so einen Steg gebaut. Hier kann man da so runter. Ah, cool. What? Cool. Er baut hier einfach mal so einen Steg. So, wir klauen erstmal so ein Auto wie ein GTA hier. Ah! Ah. Falscher Knopf gedrückt. Ja, da gehe ich unter. Ach Mann, ich mit meinen 2 Millionen Knöpfe immer hier. Hier will ich rein. Ramin doch! Wir verfolgen ihn. Oh, da wackelt er mit Kopf. Nein, ich soll das lassen. Wir folgen ihn. Halten Sie an. Sie wurden geblitzt mit 5 km/h. Okay, gehen wir ihn mal sein Boot wieder. Wo war das nochmal? Ach, hier. Hier ist eine Anlegestelle. Das ist ganz cool, die Boote. Das macht irgendwie Spaß. Boah. Passt doch rein hier. Hier hinten müsste vielleicht nochmal zugemacht werden. Oh, direkt im Kopf drinne. Wo bin ich denn hier? Ist das der Eingangsbereich? Ah ne, wir sind in der Burg. Ich hab grad gedacht, wir wären in der Außenmauer. Ist das Schaf oder Eis? Das sind Eisbären, what the fuck? Eisbären. Die habe ich aber selten gesehen, die Eisbären. Ist auch cool. Ich finde ja immer cool, wenn so neue Tiere dazukommen oder neue Blöcke, finde ich noch besser. Weil dann habe ich immer ein bisschen mehr Möglichkeiten für meine schönen Tutorials. Deswegen, Blöcke sind super. So. Habt ihr eigentlich schon mein letztes Tutorial gesehen? Ich hoffe schon. Ah, ich könnte mal wieder eine kleine Raterunde machen. Habe ich ja vor 4 Folgen, glaube ich, oder vor 5 Folgen mal gemacht hier. Oh, ich muss mal kurz meine Nase putzen. Ah, super. Läuft die Nase in der Aufnahme? Auch nicht schlecht. Ja, komm. Wir machen mal ein wenig Dings hier. Eine kleine Raterunde. Ich stelle 3 Fragen und wer die richtig in die Kommentare schreibt, der kriegt ein Gummibärchen. Nein, auf jeden Fall, der ist dann ein richtiger Screenshot-Checker. So. Fangen wir mal an. Was war bis zu dieser Folge mein letztes Tutorial? Mein letztes Tutorial, was war das? So, das war Frage 1. Ich überlege mir noch ein paar Fragen. Die kommen meistens immer spontan. So, Extreme Mods. Wir gehen mal zu Vrex. So. Guck mal, ihr baut da den nächsten Steg, glaube ich, Anlegesteg oder so. Okay. Wo ich gerade so hier die ganzen Blöcke sehe. Welches Texture Pack benutze ich hier fürs Mittelalter? Welches Texture Pack ist das hier? Hier, ich zeige euch das Menü mal. Vielleicht kommt ihr vielleicht drauf. Steht zwar nicht hier, aber welches Texture Pack ist das? Ja, das wäre die zweite Frage. So, jetzt kommt ein bisschen was Schwierigeres, habe ich mir überlegt. Da müsst ihr vielleicht ein bisschen suchen, aber das kriegt ihr hin. Welches
Fahrzeugtutorial hat die zweitmeisten Klicks. Die zweitmeisten, nicht die meisten, die zweitmeisten. Ja, ich weiß es natürlich, ich weiß es natürlich. Aber da müsst ihr vielleicht ein bisschen mal suchen, müsst ihr mal ein bisschen die Playlist durchforsten, als kleiner Tipp. Das war Frage Nummer 3. Da bin ich mal gespannt, wer die drei Fragen richtig beantwortet. So. Der kriegt von mir erstmal einen dicken Händedruck dafür, dass der so gut aufpasst und dass der einiges weiß. Na, Fofa, alles klar. Machst du da ein Häufchen hin? Fofa. Hier, Fofa macht hier überall Häufchen hin. Blub, 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 blub. Ah, Fofa, blub. Wir haben noch eine Toilette hier. Ja, ich nehme auf. Ich nehme auf. Schreibt er noch was? Oh, er schreibt noch was? Weiß es nicht, ne? Okay, wir gucken mal, was Vrex so weitermacht. Oh, eine Frau da ist mal ab. Das wird doch bestimmt hier so ein Kirchenturm oder sowas. Ist er denn schon wieder? Boah, der ist aber auch schnell. Fliegt er da hinten jetzt rum? Wir verfolgen ihn mal. Da hinten seht ihr was? Wer war das hier? Ah, der guckt sich bestimmt die Türme an, wie die gebaut werden hier. Okay, ja, man kann sich natürlich auch Ideen holen, ne? Obwohl, wer hat denn gebaut hier? Nochmal. Da steht's dran. Honey. Ah, Honey. Hätte ich auch wissen müssen. Honey baut doch immer ganz cool. Extreme Mods. Oh, da ist schon bei der Etage dabei im Einrichten. Wow. Nice. Extreme Mods, du verlierst was. Wir haben doch eine Toilette. Extreme Mods. Doch nicht hierhin. Oh, Extreme Mods. Oh nein, da verliert überall alles. Ach, ich muss hier alles aufsammeln. Ich bin hier der Klo-Mann vom Mittelalter. Was macht er da? Ein L und F. Ach, du verrückter Hund. Ich weiß, was das heißt, L und F. La Familia. So, zu Spieler teleportieren. Wen haben wir denn noch? Bruder Plauze. Mod. Lennon Mick. Oh, Lennon Mick. Wir haben noch eine Toilette. Oh, was machst du denn da? Oh, Lennon Mick, du verlierst alles. Hier. Deine ganzen Kackerklümpchen. Oh, Lennon Mick. Wir haben noch eine Toilette. Ich muss das immer hinter denen machen. Hier. Oh, Lennon Mick. Oh nein, da. Ah, oh, ich muss hier alles aufsammeln. Oh Gott. Der Screenphone hat wieder einen an der Klatsche. Cool. Der baut da was. Was ist denn das hier für ein Abrissgebäude? Das könnte man doch auch noch richtig schön verschönern, ja. Ach so, das ist das eine, ja, wo ich ihn gekickt habe. Ja, okay. Wie lange nehme ich eigentlich schon wieder auf? Oh, what the fuck? Ich nehme schon viel zu lange auf. Jetzt habe ich aber die Zeit vergessen. Aber ihr mögt ja, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob ihr lange Folgen mögt. Keine Ahnung. Ja, Leute. Vergesst nicht, die richtigen drei Lösungen in die Kommentare zu schreiben. Von unserer kleinen Raterunde. Genau. Ja, liken. Das sollte eigentlich Standard sein mittlerweile. Ja, checkt doch mal Instagram und Facebook ab. Ansonsten sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao.